Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Mystery. Schaut mal, wie ich aussehe. Ja, ich bin ein Zwerg mit Schlumpfmütze. Das passt irgendwie noch nicht so ganz perfekt. Aber ihr seht es schon, ich bin wieder grün. Endlich, nach ganz schön langer Zeit wieder. Denn wir wurden geheilt. Gemeinsam mit Lars, Janus und Kroko haben wir uns tatsächlich in die Mansion gewagt und dort die kompliziertesten Herausforderungen gemeistert. Also wenn ihr das sehen wollt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, den Livestream nachzuschauen. Ich verlinke ihn euch jetzt einfach mal oben rechts in der Ecke. Und ganz am Ende wurden wir dort wie durch Magie geheilt. Schaut euch das einfach an. Wir werden geheilt. Das ist die Heilungsquelle. Ja, guck mal, wie ich aussehe. Hier sehen wir auch noch mal ein paar Souvenirs aus der Mansion. Das Notizbuch mit den Hinweisen sozusagen. Das Blaupilz-Totem, der Schlüssel und die Blaupilzlampe. Boah, guckt mal, das ganze Ding ist sogar animiert. Also ich glaube, allein daran kann man schon sehen, wie krass das Ganze war. Und dann geht es heute für uns tatsächlich erstmalig zurück wieder ins Zwergenreich. Das heißt, wir werden hier unsere Sachen packen und wieder nach unten gehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir trotzdem noch den Pilz hier oben ausbauen sollen. Denn die anderen haben es ja teilweise schon angekündigt. Uns bleibt echt nicht mehr viel Zeit. Das heißt, wir haben auch unten in der Höhle noch einiges zu tun. Hier ist ja der Großteil fertiggestellt. Und ich muss sagen, wenn wir hier nochmal ein bisschen nach oben fliegen, das Schlumpfdorf ist echt cool geworden. Ich bin echt mega happy, wie das hier am Ende geworden ist. Und jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Kroko und Janus. Wir haben aber eine Sache, die ich euch nochmal fragen wollte. Das ist nämlich ganz wichtig, gerade wenn wir ins Zwergen reingehen. Wenn jemand den König angreift, ist er zum Tode verurteilt, oder? Sind wir uns einig? Geisterung hört sich anders an. Ja, ist doch so, oder? Ja, doch. Okay, außer. Alles klar, gut. Kein proaktiver Angriff. Wisst ihr was? Er hat den König getötet! Oh. Tötet ihn! Janus, jeder einmal. Okay, eins. Zwei. Wie viel hält der aus? Kroko, du hast eine gute Rüstung. Das 11. muss man dir lassen. Er ist besiegt. Ha, ich hab die Krone. Gehört das jetzt auf den Schlumpffriedhof oder auf den Zwergenfriedhof? Das gehört definitiv auf den Schlumpffriedhof. Der muss erweitert werden, so viele Tote wie es gab. Auch in der Menschen sind ja einige Tote zustande gekommen. Also 8 Tote müssen drauf. Du bist noch 2-mal gestorben, jetzt ein 3. Mal. Der ich muss bin vor allem 2 fehlen da noch. Ich muss da noch 5 Tode dann draufballern. Kriegen wir hin. Habt ihr zufällig ein paar Ausrüstungsgegenstände? Wunderbar, wunderbar. Dankeschön. Natürlich. Wir lassen hier Ausrüstung regnen. Wetter König, Sie sind ausgestattet. Calimero, wollen wir los? Meine lieben Zwerge, Zeit ins Königreich zurückzukehren. Haben wir uns schon entschieden? Fahren wir mit den Karts rein? Ja, komm. Ob wir überhaupt 3 Stück da haben, ist die Frage. Ich glaube schon, ich glaube schon. Gute Reise. Es sind genug da, ich habe geschaut. Mein Minecart ist weg. Ups. Unverschämt. Zurück ins Zwergenreich. Oh. Oh, alles leuchtet, alles ist schön. Ha, Sehnsucht. Irgendwas ist anders. Die ganze Hülle ist dunkel. Warte mal, Kroko, hast du die Pilze gesehen? No way. Das ist Skalk. Das ist Skalk. Oh, nein, ich glaube, wir haben Besuch. Was passiert, wenn ich ihn anschieße? Nein. Lass uns mal an dem vorbeischleichen und schauen, wie es der restlichen Base geht. Die Effekte und Geräusche sind einfach creepy. Boah, jetzt wird es hier ganz schön dunkel. Und ich dachte schon, das war's hier mit dem Schwarz vor Augen werden. Schau mal, wie schummrig es da hinten ist. Ihr seid nah dran. Wenn ihr das zu Stiefeln bekommt, seid ihr sehr nah dran. Ist das creepy. Ist einfach die ganze Höhle heimgesucht. Ich dachte, wir haben hier ein warm Welcome. Nein. Meine Pilze sind auch voller Skalk. Links oder rechts? Okay. Kroko oder Calimero? Also, ich gehe mal nach meiner Base gucken. Ja, dann schaue ich mal nach meiner. Treffen uns dann gleich wieder hier. Ja, wunderbar. Janus, schau mal auf dem Friedhof. Nee. Auch wenn das mein Zuhause ist, da schauen wir jetzt erstmal nicht vorbei. Boah, hier alles voll mit Skalk. Also, bei mir sieht eigentlich alles ganz okay aus. Okay, ja, doch, jetzt wird's dunkel bei mir. Nein! In meiner Base ist ein Warden. Wirklich? Es blinkt einfach nur aus dem Dunkeln. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Wardens hier unten. Und Kroko, wie sieht's bei dir aus? Im Moment alles sauber. Beim Thron ist einer. Okay. Wir treffen uns im Versammlungsraum oben, dann können wir auch gleich schauen, ob die Festung hier frei ist. Okay, ich komme zu euch gesneakt. Man kommt echt schnell vorwärts, wenn man sneakt. Ah nee, ich muss noch eins höher. Okay, ich bin da. Wir haben jetzt einen Warden bei Janus, einen Warden bei Calimero und einen Warden bei mir entdeckt. Ich würde vorschlagen, dass wir systematisch einen nach dem anderen ausschalten. So ist es. Die Wardens von Kroko und Janus bekommt ihr auf den Kanälen der anderen zu sehen. Ich ziehe mir jetzt noch schnell meine Rüstung an, denn die Wardens haben es ja bekanntlich in sich. Und dann stürzen wir uns gleich ins Geschehen. Ist hier irgendwo ein Bett in der Schmiede? Ich habe eins mitgebracht. Können alle einmal Platz nehmen? Oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und dann bauen wir das Bett wieder ab und nehmen es mit. Hau mir in die Pfanne, komm. Mit Schild und Hammer! Oder vielleicht doch mit Bogen? Wo war der bei dir? Ich habe ihn noch nicht gesehen. In meiner Base, hinterm Tor. Vielleicht haben wir Glück und der kommt da nicht raus. Vorhin stand er da einfach direkt vor meinem Lager. Ah, da ist er. Aufs Herz. Zack. Boah, Dunkelheit. Er kommt. Okay, aber er passt da nicht durch. Bleibt er hängen? Ja, er bleibt hängen. Ihr müsst 25 Blöcke weggehen oder irgendwie sowas. Der hat diesen Ultrasonic Beam. Hat das viel Schaden gemacht? Kroko. Es ist immer das Gleiche. Ich hatte sogar einen goldenen Apfel. Calimero, er ist hinter dir her. Ich bin fast tot.
tot. Und er ist schnell. Wolf ist tot. Renn. Oh, war das knapp. Ist er noch hinter mir her? Ich muss schnell meine Sachen. Er ist immer noch hinter dir her. Er ist mir gerade entgegengekommen. Er hat mich. Er ist hinter mir her. Wo bist du denn, Calimero? Ich bin fast tot. Bei dir, bei der Base, Janus. Okay, ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ich hoffe es. Zum Glück habe ich noch einen Ersatztod, und das ist ein bisschen wärmer als das andere. Wow, ich sehe nichts mehr. Der muss irgendwo bei mir in der Nähe sein. Ich sehe da irgendwie einen brennenden Pfeil, der irgendwie so... Er ist hier oben. Er steht rechts vom Aufgang und meditiert. Ich sehe ihn. Ja, ich kann ihn von hier aus auch mit dem... Oh, der hat sich schon wieder irgendwo festgehangen. Das war's. Oh, jetzt läuft er und ich bin auch noch direkt neben ihm. Oh, nein, schon wieder auf mich. Wieso immer auf mich? Mann! Nein, mein zweites Totem ist weg. Calimero, wo bist du? Ich renn grad zum Portal, hinter das Portal. Ich nehme ihn ins Visier. Nein, er kommt schon wieder. Nein. Pass auf die Giftteile auf. Das war's mit mir. Nein! Er ist hinterm Portal. Okay, Kroko, gehst du von der Seite, ich geh von der anderen Seite. Okay, ich seh ihn, er kommt zu mir. Ich bin weg. Ich auch. Da ist er. Was heißt da? Ich sehe ihn. Oh, Mami! Ah, ich habe eine Kiste aufgemacht. Oh, oh. Goldener Apfel, heile mich. Warte, ich nehme ihn ins Visier. Er hat schon wieder Sonic Beam ausgepackt. Der ist ja hardcore drauf. Habe ihm einen Pfeil verpasst. Der triggert auf mich. Habe ihm noch einen Pfeil verpasst. Noch einen. Ich habe mich versteckt jetzt. Ich bin voll... Okay, ich kann wieder... Alter, der hat mich schon wieder genockt. Wie stark ist denn der bitte? Wo ist er hin? Wo seid ihr? Ich renn zum Portal und versuche mein Zeug wieder zu kriegen. Ey, Villager, jetzt hört ihr auf, irgendwelche Geräusche zu machen. Wir haben ihn erlegt, ne? Okay. Hier ist ein Erfahrungspunkt. Ich glaube, wir haben ihn. Sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist draufgegangen am letzten Pfeil oder so, den ich ihm noch hinterhergejagt habe. Der war eine Nummer. Leute, ich glaube, wir haben ein, zwei Tode hier zu markieren auf dem Friedhof. Lass uns doch mal entspannt am Friedhof treffen. Ich kann euch jetzt mal zusehen, auch wenn das natürlich jetzt für das Todesgame ein bisschen langweilig wird. Aber ich glaube, ich bin noch so weit in Führung. Ja. Calimero 2, 5.10.2022, tot durch netten Besuch. Ey, hier ist schon wieder neuer Besuch. Was machen denn die hier? Einen Vorteil hatte der Warden, wie es ausschaut. Er hatte uns die ganzen Monster vom Leib gehalten. Wir müssen jetzt da oben alles ausleuchten. Jetzt beginnt die andere Arbeit. Da sind grüne Gestalten, von denen wir, auf die wir gerne verzichten können. Okay, ich sehe schon, es ist mehr als genug zu tun. Die Bewohner haben jetzt ziemlich viel Chaos und Verwüstung angestiftet, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, wie ihr seht, ist es hier inzwischen schon wieder deutlich heller. Die anderen waren also in der Zwischenzeit schon fleißig und haben hier die ein oder andere Fackel platziert. Da drüben hüpft noch das ein oder andere Skelett rum. Also da wird auch nach wie vor noch einiges für uns zu tun sein. Aber wenigstens sind unsere Bases wieder frei. Wir müssen uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir die Pilze hier dann endlich wieder rot kriegen. Denn ganz ehrlich, auf die nächste Krankheit habe ich ja nicht so ganz viel Lust. Stell dir vor, wir werden als nächstes Dunkeltürkis. Nee. Und da oben klebt auch noch eine Tonne an Zeug. Das werden wir alles noch abreißen müssen. Ey, das ist wirklich überall in allen Ritzen. Ey! Du hast mich gerade ganz schön erschreckt, du kleines Frechheit. Kann ich den abbauen? Ja, kann ich. Perfekt. Bevor wir jetzt aber das Ganze sauber machen, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal hochgehen und unsere ganzen Items in Schalker-Kisten verpacken. Kisten habe ich hier noch genug und Schalker-Shells auch. Das heißt, machen wir einfach nochmal 10 weitere Schalker-Kisten. Das sollte definitiv reichen. Und dann begeben wir uns mal zum Ausgang. Lass uns doch mal schauen. Wir haben hier noch ein paar Doppelkisten gefüllt mit lauter Zeug und wir haben auch hier noch ein paar leere Schalker-Kisten. Das heißt, die nehme ich auch nochmal schnell. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass das alles hier so gut reingepasst hat. Wir haben sogar noch 2 freie Schalker-Boxen übrig. Ein paar Items habe ich aber weggeschmissen, weil ganz ehrlich, die will ich auch unten nicht mehr haben, aber damit wäre hier alles leer und wir haben alle Items hier in diese paar Schalker-Kisten komprimiert. Irgendwie ist das schon sehr komfortabel. Das heißt, wir machen jetzt einmal einen Highspeed-Umzug. Ich meine, einmal hin und her fliegen reicht und bringen alles in die Hülle. Und da sind wir auch schon wieder. Home sweet home und so. Auch wenn es hier immer mal wieder an einigen Stellen noch klappert und schreiende Geräusche macht, finde ich es doch sehr, sehr schön, wieder hier zu sein. Auch wenn ich auch euch nicht vermisst habe. Okay, unser Lager klatsche ich jetzt einfach erstmal temporär hier hin. Direkt wunderschön in den Weg. Also besser hätte ich es auch nicht machen können. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir hier einmal unsere Base wieder auf Vordermann bringen, die ganzen Items einsortieren. Ich glaube, das mache ich vielleicht sogar lieber offcam. Und dann haben wir hier auch noch einiges abzuschließen. Hier, ich würde immer noch nicht sagen, dass dieser Bereich wirklich fertig ist. Was da mit unserer Trading Hall passiert ist, will ich gar nicht erst wissen. Und ja, wie ihr seht, hier sind echt noch
noch einige kahle Flächen. Das heißt, hier wird auch noch ein bisschen was entstehen. Dann werden wir noch ein wenig an der Starterhöhlenerforschungsbase arbeiten. Und für den Abschluss von Mystery habe ich auch noch was vor. Ah, das verrate ich euch dann. Hier ist ein Loch im Boden. Das heißt, an der Stelle würde ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es war sehr, sehr viel Arbeit, dieses Video zu schneiden. Wenn ihr neu seid, gerne auch ein kostenloses Abo. Das unterstützt mich riesig. Und jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Ciao, ciao. Du hast das alte Internet angesteckt. Jetzt geht es wieder besser. Ja. Immer diese Glasfaser, Leute. Braucht man nicht, Kroko, ne? Nö, nö, nö.